is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der neue Himmel und die neue Erde. Wenn nun alles so vergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze verschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Füße der Gottlosen werden die neu geschaffene Erde nie betreten. Feuer wird von Gott aus dem Himmel fallen und sie verzehren, sie mit Wurzel und Zweig verbrennen. Satan ist die Wurzel, seine Kinder sind die Zweige. Dasselbe Feuer von Gott, das die Gottlosen verzehrte, reinigte die ganze Erde. Die zerklüfteten, aufgebrochenen Berge sind vor Hitze verschmolzen. Auch die Atmosphäre und sämtliche Stoppeln wurden verzehrt. Dann tat sich unser Erbe vor uns auf. Herrlich und wunderschön. Und wir durften die ganze neu gemachte Erde als Erbe in Besitz nehmen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das Feuer, das die Gottlosen verzehrt, reinigt die Erde. Jede Spur des Fluches wird weggewischt. Keine ewig brennende Hölle wird den Erlösten die furchtbaren Folgen der Sünde vor Augen halten. Das Meer trennt Freunde voneinander. Es ist eine Schranke zwischen uns und Menschen, die wir lieben. Unsere Beziehungen werden durch den weiten, unergründlichen Ozean unterbrochen. Auf der neuen Erde wird es kein Meer geben. Keine Rudergaleere wird vorüberziehen. In der Vergangenheit sind viele, die Gott liebten und ihm dienten, mit Ketten an ihren Sitzen in Galeeren gefesselt worden. Sie wurden gezwungen, die Absichten grausamer und hartherziger Menschen auszuführen. Der Herr hat ihr Leiden mit Anteilnahme und Erbarmen beobachtet. Gott sei Dank, auf der erneuerten Erde wird es keine Wegen, alles überschwemmenden Bäche mehr geben, keinen verschlingenden Ozean, keine rastlos brandenden Wogen. Alle Schönheit unserer irdischen Heimat möge uns an den kristallenen Strom und die grünen Felder erinnern, an die wiegenden Bäume und die sprudelnden Quellen, die leuchtende Stadt und die weiß gekleideten Sänger. Dort in unserem himmlischen Heim, an jene Welt der Schönheit, die kein Künstler malen, keine menschliche Sprache beschreiben kann, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. The Lord is coming. Are you ready?